Für den Enduristen, für den Hobbyracer, für eine technisch anspruchsvolle Abendrunde. Große Zielgruppe. Das Ding geht sogar gut bergauf. Wir sind sogar gestern Abend noch eine Runde bei uns im Bonner Stadtwald mit den Geräten gefahren. Also wir haben einige Abfahrten und auch wieder Anstiege gemacht. Da kann man auch ganz gemütlich sehr gut bergauf fahren. Du kannst das Hub auch zum Downhiller umbauen. Wir haben es freigegeben für eine Doppelbrückengabel. Nicht für den Downhill World Cup, aber für den Hobby Racer, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Die funktioniert beim Swoop über den Steuersatz. Das heißt, du hast zwei Lagerschalen, die du umdrehst. Ist eine Sache von ungefähr einer Minute und dann kannst du von 65 auf 63,5 Grad oder umgekehrt umbauen. Es gibt auch andere Farben. Wir haben drei Modelle. Es fängt an beim Swoop 9.0. Das ist in einer Sandfarbe, also so ein heller Olivton, würde ich mal sagen. Da geht es bei 3.000 Euro los. Das mittlere Modell ist in einem sehr schönen Dunkelblau. Nein, das Swoop 10 HD ist aktuell sogar verfügbar. Die anderen Modelle kommen in den nächsten roundabout 4 Wochen auch in die Verfügbarkeit. Gespart haben wir beim Swoop 10 HD an gar nichts. Wir hätten das Einzige, wo man vielleicht noch hätte mehr Geld draufschlagen können, wären die Laufräder gewesen. Aber auf Carbon haben wir da jetzt ganz bewusst verzichtet und verlieren auch kein Gewicht. Ein schneller Bär.